Servus, hallo und herzlich willkommen beim Holzbastler. Ich bin der Micha und heute machen wir die dritten Holzbastel-News. Ich habe wieder zwei, drei Sachen, die ich euch gerne erzählen wollte. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Gleich nach dem Intro geht's los. Wer auf Instagram unterwegs ist, hat vielleicht hin und wieder die Firma Klemsia schon gesehen. Klemsia macht so Leimklemmen. Und die machen die aus Weißbuche. Und die Firma Klemsia, die macht Überraschungspakete. Das kostet 20 Euro, dann kannst du so ein Überraschungspaket zukommen lassen. Und dann habe ich so einen Karton voll Weißbuche bekommen. Schaut so aus. Also teilweise ist es gehobelt, teilweise ist es nur gesägt. Aber für 20 Euro so ein Karton voll den Zeug, das war, also ich finde das richtig klasse. Die haben das halt aussortiert, weil es für die Klemmzwingen, für die Qualität halt einfach nicht mehr ausreicht. Da sind halt mal hin und da, hier und da so ein paar Astgeschichten drin oder irgendwas. Aber für mich reicht es völlig aus. Ich habe mir jetzt auch schon zwei, drei Sachen überlegt, die ich damit mache. Einmal Leimklemmen. Ich möchte mir selber Klemmen bauen für meine Werkbank, die ich bauen will, und da brauche ich Leimzwingen dazu und die baue ich mal und da kommt mir das echt gerade recht. Ich habe mir jetzt noch so ein Paket bestellt, weil ich gedacht habe, okay, wenn es einmal so günstig rankommst an das Zeug, dann ist gut. Und was ich mir auch noch bauen möchte, ist ein Holzhammer, will ich mir da draus bauen. Da werde ich aber kein Video drüber machen, weil da gibt es schon 4 Millionen davon. Aber ganz klasse, wenn euch das interessiert, schaut doch mal, also ich mache da jetzt, das ist jetzt keine Werbung, wo ich was davon habe, aber ich finde es einfach klasse und das ist jetzt einfach für euch, schaut bei Instagram mal die Firma Klemsia und die haben diese Überraschungspakete, wenn es euch interessiert. So, ich habe einmal ganz am Anfang, ich glaube, das war mein zweites Video oder sowas, da habe ich gedacht, okay, ich probiere auch mal so ein Tutorial zu machen für SketchUp. Habe da diese Browser-Version genommen. Mittlerweile arbeite ich ausschließlich nur noch mit SketchUp 2017, weil die offline läuft auf dem PC. Und da unter dem Video kriege ich jetzt hin und wieder Kommentare, dass ich doch bitte mehr solche Videos auch machen soll, beziehungsweise auch schon spezifischer. Ich habe gesagt einmal in irgendwelchen Videos, ich mache mir die Pläne immer vorher und mache dann auch gleich eine Liste da draus oder mache Schnittmuster, ja, wie ich es am saubersten rausschneide. Und da habe ich jetzt halt auch direkt wirklich die Anfrage bekommen, ob ich nicht darüber vielleicht mal ein Video machen könnte. Jetzt will ich es aber ungern nur für ein, zwei Mann machen. Wenn euch das interessiert, ich mache oben mal Abstimmung. Ich glaube, ich kann die hier oben machen, oder? Wen es interessiert, schaut ja oder nein. Wäre schön, wenn du mal eine kurze Rückmeldung dazu gibst. Dann habe ich die Frage bekommen in irgendeinem Kommentar. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber er hat gesagt, ihm würde es mal interessieren, was ich hauptberuflich mache. Naja, wie man sieht, nichts Handwerkliches. Aber also ich will es eigentlich will ich es gar nicht verraten. Es ist der zweitunbeliebteste Beruf nach einem Politiker, glaube ich, mittlerweile. Aber das gehört nicht hierher. Dann habe ich noch einmal eine Frage, wie ihr das seht, zu den schlechten Kommentaren oder also halt negative Kommentare. Weil ich schaue mir die durch und manche treffen mich, manche treffen mich nicht so sehr. Was mich dann aber wundert, wenn ich bei anderen Videos drunter schaue, teilweise sind da gar keine schlechten Kommentare. Obwohl das Verhältnis Daumen nach oben, Daumen nach unten da teilweise bei 15-20% Daumen nach unten ist, ist kein einziger schlechter Kommentar drunter. Jetzt mal blöde Frage, löscht ihr die? Löschen andere die ganzen schlechten Kommentare weg? Also ich würde das eigentlich ungern machen, weil ich denke, ja, die haben ja mit Sicherheit die Berechtigung, warum sie da stehen. Deswegen, also das würde mich mal interessieren, werden schlechte Kommentare einfach gelöscht oder negative Kommentare? Könnt ihr mal unten mal reinschreiben, wie ihr da eure Erfahrung so ist damit. Ich finde ja manchmal die negativen Kommentare sogar witzig. Ich habe jetzt einen für den zweiten Teil meiner Absauganlage bekommen. Da hat jemand unten drunter kommentiert, so im übertragenen Sinn, da liegt was unter deinem Werkstück. Profis lassen nichts unter dem Werkstück liegen, deswegen Daumen nach unten von mir. Ich zeige euch das Bild mal. Also ich bin auch der Meinung, das ist höchst unprofessionell.
Aber Gott sei Dank bin ich kein Profi. Ey, ihr müsstet mal manchmal in meine Werkstatt reinschauen, wie es da ausschaut. Ich bin froh, wenn ich irgendwo einen Platz finde, dass ich irgendwas hinlegen kann. Also für mich ist es nicht so schlimm, wenn da mal irgendwas unter dem Werkstück drunter liegt. Ich habe mir jetzt viele Gedanken über meinen Kanal gemacht und was will ich eigentlich mit dem Kanal, wo will ich hin mit dem Kanal und was ist eigentlich meine Absicht, warum habe ich angefangen mit dem Kanal und so weiter. Hintergrund ist eigentlich der, dass ich beim letzten Video doch relativ viele negative Kommentare und auch einige Daumen nach unten bekommen habe. Das war das Video mit der Produktvorstellung von dem Bosch Akkuschrauber. Und ich weiß, ich glaube, dass es teilweise auch, ja, vielleicht zu Recht will ich jetzt nicht sagen, aber ich kann es nachvollziehen, warum es so viele negative Kommentare gibt. Ich habe eigentlich angefangen mit YouTube, weil ich mir hier selber die Werkstatt einrichten möchte und weil ich der Meinung bin, wenn es jemanden interessiert, dann kann er da gerne zuschauen. Und deswegen wollte ich eigentlich einfach nur mein Zeug machen. Ich wollte niemandem irgendwas erklären oder irgendwas beibringen, weil ich kann es ja selber nicht. Also ich wollte eigentlich den Zuschauer, also euch, nur an meiner Entwicklung teilhaben lassen. Das hat am Anfang ganz gut geklappt und man läuft aber relativ schnell Gefahr, dass man versucht irgendwie, dass man irgendwie was mit abschnappt. Das heißt, man wie beispielsweise die Arbeitshose. Ich habe die Arbeitshose gestellt bekommen von die Arbeitskleidung, arbeitsbekleidung.de. Vielen Dank nochmal dafür. Und ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit der Arbeitshose. Deswegen habe ich da auch kein Problem, ein Video drüber zu machen oder die zu erwähnen, weil ich finde das Ding klasse und für den Preis, was es gekostet hat, ist es super. Genau dasselbe ist es aber auch mit dem Akkuschrauber. Den finde ich auch klasse und der ist auch super. Und deswegen habe ich da persönlich kein Problem damit, da was drüber zu machen und dann vielleicht auch positiv drüber zu sprechen. Was ich definitiv nicht machen will oder ich werde das auch nicht mehr machen. Ich werde nicht mehr aktiv auf Firmen zugehen und in Anführungszeichen betteln, weil ich denke, wenn mir jemand was zur Verfügung stellen will, dann soll er auf mich zukommen und dann stelle ich die Bedingungen. Ich möchte definitiv nichts testen, wo ich nicht vorher schon überzeugt davon bin oder zumindest die Vorahnung habe, dass das was taugt. Und ich möchte auch nicht irgendwas in den Himmel loben, was nichts ist. Ich habe jetzt ein Angebot bekommen per Mail. Da ging es ihr habt das vielleicht schon gesehen, für die Flex so Sägeblätter, also wie eine Trennscheibe für Holz letztendlich, wo ich sägen. Und ich finde, das Ding ist von vorn bis hinten für mich einfach nicht wirklich optimal gemacht. Mir gefällt es einfach nicht und ich glaube nicht, dass ich das hier verwenden kann und ich glaube auch nicht, dass ich das weiterempfehlen möchte. Und dann fange ich erst gar nicht damit an. Allerdings ist es schon so, dass es natürlich, so ein YouTube-Kanal kostet Geld und deswegen muss man natürlich schauen, wo man oder wie man sich die Sachen finanziert hier. Da geht es einmal natürlich klar um Werkzeuge, wenn man die noch nicht hat. Aber auf der anderen Seite natürlich auch einfach nur das Material. Das ist jedes Mal, wenn man irgendein Projekt vorhat, wo man eigentlich sagt, das ist eine Kleinigkeit, aber wie jetzt zum Beispiel für mein Kamerastativ, da kommen die Rollen dazu, da kommt das Holz dazu, dann hast du Schrauben, dann hast du das, dann hast du das, dann hast du die Stativplatte oder die Kameraplatte, dann musst du Beton kaufen. Das sind alles nur kleine Sachen. 2 Euro, 3 Euro, 5 Euro und Schluss hast du halt einfach trotzdem 60 Euro ausgegeben dafür. Deswegen, es kostet Geld. Deswegen habe ich für mich jetzt die Werbung vor meinen Videos auch freigeschalten. Habt ihr wahrscheinlich gesehen. Und ich werde auch weiterhin unter meinen Videos meine Affiliate-Links, also diese Amazon-Links, wo ich mein Werkzeug verlinke, draufschalten. Einfach nur, das sind ein paar Cent, die ich davon habe, wenn da jemand was kauft. Aber das hilft mir halt einfach, so die Projekte am Laufen zu halten. Aber ich werde nicht mehr das machen, dass ich bewusst irgendwelche Sachen vorstelle. Und was ich auch nicht möchte, ist, dass ich erkläre, wie irgendwas geht. Ich werde zukünftig meine Videos immer so machen, dass ich letztendlich nur zeige, wie ich es mache.
und nicht, wie man es macht. Habe ich bei meinem Kamerastativ jetzt schon gemacht, weil ich habe, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie das fachmännisch richtig gemacht wird und ich habe auch wenig Ahnung, wie es sicherheitstechnisch richtig gemacht wird. Ich versuche da immer drauf zu achten. Ich nehme mir das auch zu Herzen, was mir da mitgeteilt wird über die Kommentare, aber ich weiß es halt einfach nicht besser. Deswegen bitte versteht meine Videos als Tagebuch, das ich selber irgendwo mache, und wenn euch das interessiert, finde ich das gut, aber versucht nicht unbedingt, was von mir zu lernen. Das wird nicht funktionieren. So, dann habe ich zwei, bei denen ich mich bedanken möchte. Einmal beim Kai-Uwe Hofmann, Hofis Garage auf Instagram. Und zwar, weil ich hatte ein bisschen Probleme bei meinem Stativ mit der Verbindung zwischen der Stativstange und der Schiene. Und er hat da auf Instagram sich echt so viel Mühe gegeben. Er hat dann Zeichnungen gemacht, hat sie abfotografiert, hat sie mir geschickt. Also, vielen Dank dafür. Ich finde, das ist echt so richtig geil an dieser Community. Man hat eine Frage und es ist innerhalb von wenigen Minuten jemand da, der einem dabei weiterhelfen kann. Und ich habe es jetzt genauso umgesetzt, wie er es gesagt hat. Ganz, ganz, ganz klasse. Vielen Dank dafür. Als zweites möchte ich mich bedanken beim Thomas aus Österreich. So hat er es reingeschrieben. Und zwar, weil der mir ein Maßband zukommen lassen hat aus meiner Amazon-Wunschliste. Ich sehe das jetzt mal als vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Ich wäre Ende des Monats 40. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und dann habe ich noch eine letzte Sache. Und zwar bei meinem Abo-Special-Video. Da war die Annette, meine Frau, die war da mit auf dem Video. Ihr habt es vielleicht gesehen. Und es hat ihr Spaß gemacht, es hat mir Spaß gemacht und den Kommentaren nach hat es auch euch Spaß gemacht. So, jetzt passt es aber nicht unbedingt in so ein Kamerastativprojekt rein, wenn wir das zusammen machen. Glaube ich. Ich weiß nicht, was man da miteinander machen sollte. Und da wäre es jetzt schön, wenn ihr eine Idee habt, dass ihr sagt, hey, das ist super, das ist ein schönes Projekt, was man zu zweit machen kann. Schreibt mir das unten in die Kommentare. Wir würden gerne wieder zu zweit Videos machen und da wäre es ganz, ganz super, wenn wir irgendwelche Anregungen dazu haben, was wir da machen können. So, das war's dann auch schon wieder. Das waren die dritten News jetzt mittlerweile. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Als nächstes wird das nächste Kamerastativ-Video rauskommen. Wird ein wenig längeres, weil ich nicht mehr die Videos in 28 Teile schneiden möchte, sondern ich mache dann lieber höchstens thematisch zusammenpassende Teile, und das ist halt bei dem Stativ einmal der Sockel und einmal der eigentliche Halter mit der Schiene, und das ist das, was als nächstes jetzt rauskommt, und was danach kommt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt eigentlich noch nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, aber ich hoffe es trotzdem. Wenn ja, bitte Daumen nach oben, abonniert den Kanal, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, euer Holzbastler.